Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Die letzte Runde der tollen Retro-Olympiade ist dran. Und der Knoppi hat sich Toe Jam und Earl gewünscht für das Mega Drive. Wirklich ein sehr spannendes Spiel an dieser Stelle. Viele Grüße an dich. Besucht ihr natürlich auch mal gerne. Ist natürlich unten alles verlinkt und auch die ganze Playlist zu unserer tollen Aktion ist ja letzte Woche. Ihr müsstet ja wahrscheinlich schon so langsam, aber sicher jetzt alles grobe kennen. Und der hat sich Toe Jam und Earl gewünscht und das ist ein wirklich sehr kurioses Spiel. Ich habe es persönlich auch noch nie gespielt, aber man kennt es natürlich. Man hat schon ein paar Videos gesehen, weil halt das Stil sehr einzigartig ist und so weiter. Und ich bin gespannt, wie es sich spielt. Die Challenge ist, sobald man bewegen kann, 10 Minuten. Ich habe hier mir einen Timer gestellt. Ich drücke jetzt auf jetzt, weil ich kann mich bewegen. Und man muss eine möglichst hohe Ebene erreichen. Ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich spiele hier einen der Dudes. Jammin, yeah, super Hip-Tops. Ich kann hier so ein bisschen laufen, keine Ahnung. Das wird hier ein Aufgang sein. Okay. Ich glaube, ich habe schon mal eine Ebene geschafft, würde ich sagen. Also auch in unserem Dokument, was wir haben, wie das alles ist, die Zeit läuft im Fahrstuhl weiter. Deswegen gucken wir einfach mal. Man scheint hier so ein paar Welten irgendwie erledigen zu müssen, sage ich mal. Hier haben sie natürlich schön Hint-Ship-Piece hier. Okay, alles klar. Also ich glaube, wir sind irgendwie zwei Aliens und sind irgendwie abgestürzt. Die Grafik, ehrlich gesagt, habe ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen besser vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, warum. Aber irgendwie habe ich es mir besser vorgestellt. Hier einfach mal. Okay, hier muss irgendwie ein Schiffsteil sein. Ist das hier vielleicht irgendwie so ein Raum versteckt oder sowas? Nee. Also ich muss wahrscheinlich Sachen einsammeln und öffne sich der Ausgang, nehme ich mal an. Ah, okay, ich kann hier auch schneller rennen. Okay, hier ist ein Telefon. Also, es ist natürlich schon, ich sag mal, berüchtigt, das Spiel. Ihr seht es ja wegen dem Stil und vielleicht auch wegen dem ungewöhnlichen Spielablauf, logischerweise. Obwohl, wir haben ja nur Ziel, hier die möglichst hohe Ebene zu erreichen. Ne? Das heißt, ich würde einfach mal sagen, ich scheiß hier auf irgendwelche, ich sag mal, Nebenziele und gehe einfach rein und versuche, die höchste Ebene zu erreichen, würde ich sagen. Dass ich zumindest nicht irgendwie so ganz blöd da bin. Ich schätze mal, hier muss man dann wahrscheinlich irgendwie Schiffsteile oder ähnliches suchen. Aber auch das Design, ne? Das ist so klasse, irgendwie so Ur-90er, würde ich sagen. Okay, also hier kann ich immer mit rennen. Das ist schon mal gut. Ich sammle trotzdem mal ein paar Sachen ein. Ich gucke einfach mal, wo immer diese Aufzüge sind. Okay, das ist ein Gegner. Kann ich Gegner bekämpfen? Das ist die große Frage. Sieht irgendwie hier, der Dude sieht irgendwie sehr, ich sag mal, friedliebend aus, deswegen will ich das einfach mal nicht behaupten. Ich hoffe einfach mal, I'm stuffed. Okay. So, ich umgehe dies einfach mal und gucke, wo der nächste. Ach, da ist kein Aufzug. Okay, also wir sind hier immer so auf Inseln gestrandet, nehme ich mal. Also hier gehe ich total blind rein, ne? Ich habe es ja schon in den anderen Videos gesehen, gesagt, falls. Oh. Falls ihr irgendwelche Sachen mal da gesehen habt, okay, komme ich jetzt schon hoch. Ach, bin wahrscheinlich runtergefallen, ne? Dass man quasi mal eine eben runterfällt, wenn man getroffen wird, könnte ich mir vorstellen. Genau, also was ich in den anderen Videos schon gesagt hatte, ist, dass wir uns alle versprochen haben, nicht für die Spiele zu trainieren. Das habe ich natürlich auch selber für mich beherzigt. Und deswegen gehe ich halt auch teilweise wirklich in viele Spiele hier sehr, sehr blind rein. Ich meine, wir haben es natürlich extra so gemacht, dass so das eigene Spiel, was man sich wünscht, das ist natürlich logischerweise ein Spiel, das sollte man zumindest beherrschen. Deswegen hat dann quasi jeder einer ein Spiel, was er sich gewünscht hat, was wo er dann wahrscheinlich gut abschneidet. Bei mir war es ja Fortress of Fear. Jammin, yeah, super Hip-Tops. Also anscheinend kann man sich dann da Gegenstände aussuchen. Da gibt es eine Karte. Okay, ich muss wahrscheinlich dann oben nach links irgendwie mal gehen, sehe ich gerade. Und ja, deswegen ist das, habe ich natürlich auch Fortress of Fear gewünscht. Entschuldigung, dass ich hier gerade so dann beim Reden teilweise irgendwie sehr abschweife, aber wenn man so ein Spiel so das, ach, ich habe keine Kraft zum Rennen, das erste Mal sieht und versucht irgendwie hier nach oben zu kommen. Ah, da haben wir es. Perfekt. Oh, 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 oh. So. Kann ich ja. Oh! 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 Okay.
Ich dachte, die Hula-Tänzerin wäre nur Deko, nenne ich es mal. Aber anscheinend scheint die einen zu stunnen. Okay, das ist natürlich uncool. Ich gucke gerade, wir haben noch 5 Minuten 40. So ein paar Ebenen haben wir schon. Deswegen würde ich sagen, ist es, zumindest hoffe ich, kein Totalausfall irgendwie. Okay, also die Welten, die Optik ändert sich noch nicht. Komm, geh raus. Okay, perfekt. Ist natürlich jetzt die große Frage. Wäre natürlich jetzt ein großer Vorteil für den, der sich das Spiel... Okay, ich merke schon, warum es so berühmt ist. Also die... Ich sag mal, das allgemeine Design, auch wenn die Grafikqualität an sich jetzt vielleicht jetzt nicht, ich sag mal, das Besten ist, aber die Kreativität, ich meine, so als Gegner einen Hamster in so einen, ja, einen Laufball, ne, oder keine Ahnung, wie das heißt, zu packen, ist schon geil. Und natürlich auch das Charakterdesign hier dieser Aliens oder ja, werden ja wahrscheinlich Aliens sein mit drei Beinen oder irgendwas, das ist schon sehr geil gemacht. Muss ich sagen, also da frage ich mich natürlich auch, was für Drogen haben die Entwickler bitte zu sich genommen. So, ich gucke mal auf die Karte. Also können jetzt nach links gehen oder nach oben. Ich schätze mal, es wird eher nach oben. Nach oben wird es nicht weit gehen, aber wenn gerade da das denn ist, dann werde ich es mir wahrscheinlich nicht verzeihen. Aber es sieht nicht so aus, als ob da jetzt der Fahrstuhl wäre. Okay. Ach, man kann auch so wahrscheinlich runterfallen, ne? Nehme ich mal fast an. Gucken, ob ich hier den Hamster umgehen kann. Ich sollte hier noch hier meine Bonus Hip-Tops, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Das werden wahrscheinlich irgendwie so Laufschuhe sein oder sowas, nehme ich mal an. Ah, ich wollte gerade sagen, scheiße, da geht's nicht weiter, aber Glück gehabt, okay. Ich gucke mal, ob das hier... Nee, da ist nix. Shit, okay. Ich könnte jetzt nach unten gehen, aber ich würde sagen, ich gehe oben erstmal noch weiter, weil vielleicht ist der Ausgang ja da, man weiß es ja nicht. Also, worauf ich vorhin hinaus wollte, ist natürlich die große Frage, ob die Ausgänge jetzt quasi zufällig jedes Mal verteilt werden oder nicht. Das wäre mal interessant zu wissen, weil da hätte natürlich dann der Spielerwünsche, also Knopi an dieser Stelle, einen sehr großen Vorteil, weil dann müsste er jetzt einfach nur zu einem Ausgang hinrennen und gut ist. So, guck mal. Noch ein Geschenk. Komm schon, Ausgang. Also komm, mindestens Level 5 möchte ich hier gut erreichen. Ah, da ist es. Perfekt. Aber ich habe keine Laufschuhe mehr, deswegen wird es jetzt wahrscheinlich schwieriger werden. Ich gucke nochmal kurz auf die Uhr. 2 Minuten 52 zeigt mir jetzt gerade hier mein Timer an. Also, ob wir noch eine Ebene schaffen, ich hoffe mal. Vielleicht haben wir Glück und laufen gerade in die richtige Richtung. Das wäre es natürlich. Ja, wir reisen nach oben. Tralala. So. Okay, fliegende Engel als Gegner. Komm, geh raus. So, also, okay, die Karte ist natürlich jetzt noch sehr nichtssagend. Gucken, ob es hier weitergeht. Ich habe leider keine. Gucken, was die anderen Items irgendwie alle bringen. Ein Geschenk. Was ist das denn? Okay. Wahrscheinlich bei Gegnern irgendwie so eine Art Dummy zum Ablenken oder sowas, nehme ich mal fast an. Also ich merke schon, hier ist sehr viel Trial and Error, man kann hier sehr viel erkunden. Das Problem ist natürlich, dass es hier bei mir ziemlich auf Zeit geht. Und ich deswegen jetzt nicht großartig rumprobieren kann. Aber ich verstehe definitiv die Faszination zu dem Spiel und warum es auch so ein... Mutter mit ihren Kindern im Einkaufswagen. Puh, also, ich vermisse solche kreativen Spiele heutzutage irgendwie. Also irgendwie so, gefühlt zumindest die größeren Spiele, die sind ja alle irgendwie so Zielgruppenoptimiert, nenne ich es einfach mal. Und hier war es wahrscheinlich wirklich nur so ein paar Dudes, die einfach mal Bock hatten, irgendwie so ein Spiel zu machen, was möglichst irgendwie abgedreht zu machen. Und das finde ich so super sympathisch irgendwie. Nein, komm. Scheiße, okay, warte mal. Ich muss hier... Habe ich hier noch die Schuhe? Nee. Was bringt mir das? Okay. Ich versuche es... Nee. Ey, das war jetzt gemein. Okay, also...
Wir haben Raketenschuhe. Aber das kam jetzt unerwartet. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal die Sachen durchtesten. Ich war auf Ebene 5. Ich war auf Ebene 5. Ich glaube, shit, wo war der Ausgang? Ich glaube, da links irgendwo, ne? Shit. Jetzt bin ich so am komplett anderen Ende gelandet. Es wäre die Ebene 5 geworden, aber ich glaube... Komm jetzt scheiß drauf. Jetzt kann ich hier mal alle Dinger hier mal testen. Rocket Skates, okay. Oh, okay. Wunderbar, da kann ich auch über Wasser anscheinend gleiten. So, Kann man die auch deaktivieren? So, komm. Nein! Oh. Ihr hört's. Verdammt. Das war jetzt knapp. Das war jetzt wirklich knapp. Also knapp vor der fünften Ebene. Na gut, aber Ebene 4, ich denke mal, ganz schlecht ist es nicht. Ich weiß nicht, wie weit die anderen gekommen sind. Ah, verdammt, Hacke. Aber danke, dass ihr reingeschaut habt. Schaut bei den anderen vorbei. Ist, wie gesagt, natürlich alles wie immer unten verlinkt. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.